Moin Moin und willkommen zurück hier bei Hogwarts. Genau, wir sind immer noch dabei, die 100% zu machen. Huch, was ist hier passiert? Pieps wieder irgendwas gemacht. Und das ist so, dass wir, dass ich geguckt habe, wir haben so ein paar Sachen, die wir noch nicht fertig haben. Aber ich habe mal gesehen, bei Herausforderungen gibt es zum Beispiel bei Erkundungen, gibt es hier unten noch diese Rätsel. Die haben wir mal gelöst. Einmal ist das hier mit der Treppe gewesen, mit der Brücke gewesen, wenn ich erinnern könnte. Eine Brücke, diese Feuer, die man machen musste. Hier ist das mit dem Uhrenturm gewesen, wo man diese Pendel immer stoppen musste und dann verschiedene Sachen machen könnte. Und hier gibt es noch einen. Und hier gibt es wirklich noch ein Rätsel. Und ich glaube, müsst ihr mal hier reingehen. Und ich habe einen Tipp bekommen, wo man es findet. Und zwar soll es im Büro des Schulleiters sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ganz nach oben. Und was da genau ist, weiß ich noch nicht. Aber ist ja auch egal. Wir werden das schon rausfinden. So, erstmal nach oben. Wer ist noch nach oben rennen? Huch. Bin ich immer noch richtig hier? Ich glaube schon, ne? Ja. So, wir müssen hier ganz nach oben. Oh, da ist eine Tür. Komm da rein. Stufe 3 machen wir kurz mal. Hallo, Homo. Hier irgendwas, ein bisschen Obst. Hier ist eine kleine Kiste. Da ist eine Tür. Warte mal, steht hier irgendwas davor? Liebe Schwester, ich freue mich, die letzte Eule halten. Es scheint, als würde ich, apropos Geduld, ich danke dir für alles. Ich entschuldige mich für die kurze Nachricht. Wie scheint es, hat die jüngste Sätze. Okay. Scheint jetzt nicht so dramatisch wichtig zu sein. Oh, da ist eine Kiste auf jeden Fall. Silberne Halbglasbrille. Gehen wir diesen Raum hier rein. Das ist eine große Truhe. Hier schreibt jemand was. Das ist auch eine große Truhe. Aber bevor wir das machen, gucke ich mal nach, ob ich wieder was rausschmeißen muss bei mir, weil ich habe ja so viel wieder gesammelt. Guck mal hier. So, dann gucken wir mal rein, was in der Truhe drin ist. Nicht in der Gegenstand, okay, für den Rücken. Okay, aber hier scheint jetzt kein großartiges Geheimnis zu sein. Sieht zumindest nicht raus, aber wir können ja noch, konnten ja noch hier höher gehen, ne? Huch, hier geht's halt hoch. Dann lass mal gucken. Alter. So. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Oh, guck mal hier, den haben wir noch gar nicht. Nein. So, warte mal. Da. Lumos. Okay, jetzt muss er da hinten sein. Lass uns den aber schnell mitnehmen hier, wenn wir schon hier sind. Was ist das denn für eine Tür? Okay, da brauchen wir Schlüssel für. Okay. Aber lass uns aber sehen, wo das Ding herkommt. Muss ja weiter unten sein hier. Ich konnte ja gerade so ein paar. Okay, auch eine Tür. Mhm. Da ist auch noch eine Tür. Hier waren wir aber schon mal drin, wie ich sehe. Okay. Noch ein runter, um zu diesem Schmetterling zu kommen. Da ist er. Na komm. Krass, der ist ganz schön weit weg, ne? Von da, wo er hin soll. Also. Das ist, glaube ich, der längste jetzt, ich mich erinnern kann. Dass er so weit weg war. Krass.
Ja, hier war das gar nicht. Hier hinten, ne? Dahinter. Na, guck mal. Von der Hauptseite? Warte, nach oben hier. Müssen wir doch gleich mal hier in das Büro reinkommen vom Direx. Da sind wir. Hier kommen wir das erste Mal rein, wo wir dieses mit dem. Könnt ihr euch erinnern, mit diesem Vielsafttrank, wo wir gespielt haben, so auf BR wären? Da kommen wir doch hier rein. Ist schon ein bisschen länger her, aber egal. Oh, hier ist düster drin. Oh, guck mal, die Skulptur von ihm, die guckt uns immer an. Ja. Hier ist eine Kiste. Geld. Hier ist auch eine Kiste. Okay, warte, wir müssen gucken, ob wir wieder genug Platz haben. Sonst kann man nichts mehr kaufen, reinpacken. Das ist immer das Nervigste. Guck mal, machen wir mal kurz. Dann müsste ich mal alle... Müssen wir alle mal identifizieren gleich, wenn wir mal Zeit haben. Okay, hier ist nichts Besonderes drin. Hm. Hier ist auf jeden Fall nichts oder... Was? Wo klingelt das? Na, scheint nicht hier zu sein. Vielleicht hier im Nebenraum? Auch nicht. Hier drinne. Rebellion. Nee. Wenn man in dem Raum guckt, das muss hier in diesem Raum drin sein. Hier ist noch ein Raum. Hier ist nur ein Balkon. Da gehen wir gleich mal hoch. Aber einmal... Hier ist auf jeden Fall nichts zu finden. Rebellion. Er sagte zu mir, er wollte mich nicht spoilern, ich soll das doch selber rausfinden. Aber ich finde gerade gar nichts raus hier. Klingelt doch hier so. Das ist doch in dem Raum da drin, warte mal. Oh, Entschuldigung. Da muss er hier drin sein. Warte mal. Rebellion. Ne, hier ist nichts. Gut. Dann können wir über den Balkon ja noch weitergehen. Hab ich gerade gesehen. Lass das doch mal machen. Oder Ausgang vom Balkon hier, ne? Können wir auch noch höher gehen, glaube ich. Mal gucken, wo es dahin geht. Na guck mal, wir müssen auch Stufe 3 machen. Hallo, Homura. Ah. Bin gespannt. Ob und wie. Oh, hier ist noch eine Stufe. Hier ist ja nur Stufe hoch. Ach, guck mal. Das hatte ich gar nicht gesehen von seinem Büro aus. Rebellion. Schöne Aussicht, Trophäe erhalten, okay. Schlüssel der Zulassung. Hier ist aber kein Klingelgeräusch mehr, also. Also schon, aber. Ist er hier? Okay, hier war nichts. Ich finde das mit den Bildern immer noch genial. Rebellion. Die bewegenden Bilder, ne? Sieht einfach immer cool aus. Da ist eine Kiste. Hm. Also hier unten wissen wir ja auch, da war ja auch eine Tür.
Vielleicht passt der Schlüssel ja da, den wir gerade gefunden haben, bei dieser fetten Eisentür. Wisst ihr, welche ich meine, wo ich gerade eben davor stand? Testen wir mal. War doch hier irgendwo, ne? Da. Okay. Gott. Das sind aber viele Schlösser. Warum so verschwommen? Revelio. Da ist noch eine Tür, ein Tor auf hier. Ach, guck mal, das letzte Geheimnis gelöst. Gut, dann gehen wir trotzdem mal hier hoch. Jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt der Welt. Das ist mal Hogwarts, oder? Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung, okay. Revelio. Gut. Das war's. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Aber jetzt müssten wir eigentlich alle Geheimnisse haben. Hier bei Erkundung. Zack. Gut, jetzt haben wir stilvolle Festumhang. Okay, nicht schlecht. Stilvolle Festumhang. Sieht ein bisschen aus wie der Festumhang, den Ron hatte im Film, ne? Gut, wir brauchen noch die Landeplatten und wir müssen noch 15 Ballons zum Platz machen. Also viermal die Reihen finden. Gucken wir, ob wir die noch finden. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Raum der Wünsche, denn ich will einmal das alles identifizieren. Und vielleicht können wir uns ja noch ein bisschen höher pushen, da unsere Sachen. Also ich meine damit unsere Ausrüstung. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wenn wir schon mal da sind, lass uns das doch mal machen. So. So, dann identifizieren wir alles hier. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So, ich glaube, wir haben richtig viel bekommen. Wir lassen uns das mal anschauen. So, gehen wir auf unsere Ausrüstung. Und testen mal. Also. Also, wir haben die hier jetzt 83. Hier schon 93. Schon wesentlich besser. 92. 97. 84. Also, wir sollten zu denen wechseln. Machen wir mal. Und den machen wir natürlich auch noch stärker gleich. Aber jetzt lassen wir das einmal dahin wechseln. Dann gucken wir mal hier. 96. Nehmen wir auch. Dann nehmen wir hier. Ah, das ist schlecht. 108. 94. 100. Nehmen wir 108. So, Alter, die sind doch echt mal hässlich, die Sachen denn, ne? Guck mal, wie ich jetzt aussehe. So ein Spacko. Gut, hier auch mal gucken. Wir haben jetzt 73, 97, 90 und 107. Lass uns den nehmen. Wie geht's weiter? Das ist 82, machen wir nichts. Der ist wahrscheinlich besser, wie man sieht. Aber den können wir erst ab Level 39 haben. Also hier können wir nichts ändern gerade. Er war gerade da. Und hier. Den haben wir. Und der hat 89, der hat 95, der hat 98. Und lass uns zu denen wechseln. Ja, den hatten wir hier gewechselt. Ja, genau. Gut, und jetzt müssen wir das einmal verstärken und verbessern. Damit wir es besser machen können, müssen wir ja leider einmal aus unseren ganzen Tieren raus und alles einsammeln, was wir einsammeln können. Ja, genau, kommt mal her zu mir. So, wir machen einmal so. Ja, so ist besser. Und so. So. Sammeln wir auch ein. Hä?
Was ist ein Nippler hier? Geh mal weg. Nippler braucht ein bisschen Pflege. So ist alles. Auch alles. Haben wir nicht aber alles eingesammelt, ne? Da ist auch noch einer. Aber auch alles. Gut, dann raus und ab in den nächsten Raum. So. Deek findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Danke, danke. Aber ich glaube, man kann mehr machen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Machen wir erst, wenn wir ganz zum Schluss, wenn wir uns irgendwann mal Zeit haben. So, lass mal gucken, was hier mit unserem hier los ist. Oh, das ist ein damit schon leer. Und der Tiddy-Crawler. Nein, du sollst nicht essen. Ich wollte dich eigentlich euch. Okay. Alle? Ich weiß nicht. Gucken, ob wir alle haben. Bei euch haben wir. Die da hinten. Alles von dir? Huh. Dann haben wir, glaube ich, alle, ne? Ja. Yep. Mal wieder raus hier. Gut, und dann jetzt in den anderen Raum rein. So. Ist jetzt hier von denen? Ich glaube schon, ne? Ja, jetzt haben wir alles eingesammelt, mehr oder weniger. Mal schon wieder rausgehen. Dann haben wir noch das oben mit dem Einhorn, ne? Beim Einhorn müssen wir auch noch mal kurz gucken. Thank you.
Warum kann ich den ergeben den? Da ist noch. Und hier. Die alle schon abgegrast hier. Ja. Gut. Danke, dankt euch. Halt. Was tut ihr? Lange mal. Ja, die Firma dankt, ne? Da kann man hoch. Okay, wollen wir nicht hin? Wollen wir da oben hier raus? Gut, gut. Und jetzt gucken wir mal, wie wir unsere Rüstung verstärken können. Und dann wieder das Erscheinungsbild natürlich ändern. Wir sehen ja jetzt gerade aus wie der letzte Depp vom Dorf. So. Mal runter. Da. Vollständig verbessert. Okay, auch vollständig verbessert. Ich finde, sie sollten stolz auf den haben wir ja schon gemacht. Tränke sein. Auch voll verbessert. Auch voll verbessert. Ja, auch nochmal das gleiche, wa? Nein, der Frau, uns fehlt ein Fell eines Nifflers. Ich kann es beim nächsten Mal machen. Na gut, nicht so schlimm. Halt, wir wollen natürlich aber auch noch unsere anderen Sachen machen. Und zwar, jetzt haben wir ja so viele neue Eigenschaften bekommen. Hier können wir aber Stufe 3 Eigenschaften. Haben wir da auch genug Sachen für? Ich weiß es gar nicht. Es freut dich sehr, dass ein Schüler sich so wohl fühlt. Okay, warte mal. Nur den mal hier. Unverzeihliche Flüche. Warum nicht? Nochmal. Bombarder. Nochmal Bombarder. Ja, dann sind wir nämlich ziemlich oft ja auch Bombarder, deswegen macht das schon Sinn. Freut dich sehr, dass ein Schüler sich so wohl fühlt. Und hier nehmen wir nochmal unverzeihliche Flüche. Super.
Ganz so, die anderen können sich erstmal holen, die Tiere, dann können wir das nächste Mal hier hingehen und die Sachen abholen. So, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch hier so an Herausforderungen? Ich glaube, uns fehlen auf jeden Fall noch diese Flugpunkte. Genau, Landeplattform und Ballons, das machen wir jetzt. Wenn ihr mal guckt, genau, dann seht ihr natürlich, dass ich im Kampf auch noch einige Sachen übrig habe. Aber die lassen wir jetzt einfach mal, weil wir werden, Duellleistung meine ich, die werden wir ja nach und nach sowieso machen, wenn wir die jetzt treffen. Deswegen lassen wir uns erstmal das andere machen und gucken, wo wir auf der Karte was finden. So, einmal die Weltkarte. Und dann erstmal gucken, wo noch Ballons fehlen. Also hier haben wir, hier oben sind wir im Sumpf und da fehlt uns Ballons, haben wir alle. Hier haben wir auch alle Ballons. Hier haben wir, oh, hier fehlen uns Ballons. Dann lassen wir hier einen Teil von Hogsmeade, lassen wir mal dahin sausen. Machen wir hier hin so vielleicht. Und gucken mal, ob wir die Ballons finden. Vielleicht finden wir auch ein paar Plattformen. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob hier Plattformen auch fehlen. Das können wir gleich noch machen. Pass mal auf. So. Mal ganz kurz gucken, ob hier auch Landeplattform 1 von 2. Guck mal, passt doch auch. Dann können wir beides gleichzeitig suchen. Lass mal in die Luft gehen ein bisschen. Und vielleicht markieren wir die Karte so ein bisschen. Weil hier überall könnte es sein, ne? Diese Hogwarts. Aber hier könnte es überall sein. Das heißt, ich würde auf jeden Fall hier oben gucken einmal. Dass wir dahin fliegen wegen den Ballons. Vielleicht erstmal fliegen wir hier hin. Gucken wegen den Ballons da. So die kleine Ecke hier hinten schon mal abgedeckt haben. Ist hier irgendwo eine Landeplattform hier oben ist. Wir gucken hier oben. Aber Ballons sehe ich hier auch nicht. Hier geht schon auf, hier können wir nicht weiter. Und hier unten ist aber auch nichts, okay. Außer Gegner, ne? Die brauchen wir jetzt aber nicht. Gut, dann sind wir hier gewesen. Dann lassen wir hier rausgehen, so nochmal. Lassen wir mal gucken, ob wir hier Ballons finden, so in dieser Gegend. Oder auch Landeplattformen. Testen wir mal. Ballons sehe ich nicht. Und Landeplattformen auch nicht. Gut. Da oben vielleicht? Nee, da nicht. Da war ich schon mal. Da sind auf jeden Fall keine. Hier nochmal auf die Karte gucken. Dann versuchen wir was hier drüben in dem Gebiet. Darf ich da nicht durchfliegen? Achso, ich darf da nicht rein mit dem Besen, okay. Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, da darf ich nicht rein, Hogsmeade mit Besen. Da sind die Ballons aber schon mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Die schnappen wir uns jetzt. Halt. Super. Und den auch. Gut. Haben wir auch. Aber eine Landeplattform sehe ich trotzdem noch nicht hier. Also die sind immer recht gut versteckt. Aber eigentlich so gut ja auch nicht, ne? Da ist ein Altar. Nur da längs, habe ich ja gesagt. Mal gucken, ob wir da was finden. Müsste auch irgendwie sein. Hm. Bin ja nicht so, wir sind noch nicht da, aber ich kann da hochfliegen?
Anscheinend. Also hier könnte das natürlich noch sein. Hier irgendwo eine Plattform ist. Kann ich noch einen höher? Ich hier oben auf der Spitze? Hier wird zumindest Sinn machen, oder? Hier ist tatsächlich keine. Das ist ja dumm. Das wird, der hätte ja Sinn gemacht, hier eine hinzumachen, oder nicht? Kurz mal gucken. Was sind wir bis hier gekommen? Vielleicht müssen wir mal. Vielleicht müssen wir jetzt mal da fliegen, in die Spitze hier. Gucken, ob wir da was finden. So, fliegen wir da mal hoch, weil hier ist jetzt nichts. Hier an der Spitze hat das jetzt Sinn gemacht für mich. Also wirklich Sinn. Das andere, obwohl, kann man nicht schnell auch uns hinbeamen da? Ist nicht irgendwas in der Nähe? Ne, wir fliegen lieber längs, sonst übersehen wir die noch, ja noch. Okay, los geht's. Sind ja nur 558. Und was messen die hier? Metern? Knoten? Da, ne, es ist ein... So, lass mal gucken. Ah, ist schon wieder so ein Gegnerkram, ne? Okay, da, ah, ich sehe sie schon. Da unten ist sie. Hab ich auch gesehen? Da sehe ich sie. Die schnappen wir uns. Perfekt. Huch, müssen wir wieder gehen, ne? Die hatten wir schon. Haha, die hatten wir schon. Ich dummer Idiot. Na gut. Gut, die hatten wir schon. Wo kann man denn noch gucken? Also hier war ja angezeigt, dass hier noch eine sein müsste, ne? Dann lass mal gucken. Wo waren wir jetzt schon überall? Hier in der, war hier in der Ecke schon? Ich glaube nicht, ne? Mal gucken. Achso, können wir uns auch schneller hinbiegen? Wir haben ja schon einiges abgegrast jetzt, da. Da wollen wir hin? Dann lass mal hier hinfliegen. Das muss ja auch möglich sein, die ein bisschen besser zu sehen, ne? Also, schon ein bisschen blöd gelöst, muss ich sagen. Ja, ja. So, gucken wir mal. Hui! Ja, da oben macht Sinn, aber da kann ich bestimmt nicht hin, wegen den Bergen wieder, ne? Obwohl, wir wollten in dieses kleine Nebending da rein, ne? Hab ich doch gerade eben auch schon. Hab ich da nicht schon gerade eben? Oh, hier sind bestimmt Gegner. Hast du recht. Düster trifft es wohl eher. Lass mal nach oben gehen. Ja, was man sagt. Dunkler Himmel vor dem Sturm. Kann man hier irgendwas sehen von oben? Sturm und bald wird der Himmel aufklaren. Merk dir meine Worte. Kann ich da hochfliegen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, der sagt, dass hier irgendwas ist. Da, nee, doch nicht. Das ist Merlin. Ach, schade. Wir sind über Gegner. Okay, sie schießen auf mich. Naja, hier sind wir keine Plattform. Dann gucken, wo wir noch hin können. Wo noch hin können? Okay. Da drüben, ist das eine Plattform? Ja, ist ein Baum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Denn eigentlich waren wir in dieser Ecke nicht. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Tierwesen sind da, um gegessen zu werden. Ja, da ist sie, guck. Wie dumm. Ich dachte, ich habe doch irgendwie gedacht, dass ich hier irgendwas... Ich hatte auch schon mal hier gesehen, als wir hier schon mal waren. Bin ich vorbeigeflogen. Deswegen. So. Brenne. Gut, dann lass mal gucken, wo die nächsten sind. Also wir gehen mal raus hier.
Sag mal, hier haben wir alle, ne? Ballons haben wir auch nicht. Wir haben alles hier. Außer die Prüfung Merlins, aber das ist nicht so wild. Glaube ich. Verbotener Wald. Haben wir. Ballons haben wir. Landeplattform 2. Region nördlich von Hogwarts. Lass uns mal hineiern. Ja, fangen wir hier hinten an. Gar nicht so schlecht. Bin mal gespannt, wo wir da eine finden. Oh, dass wir gleich fliegen hier. Dass wir gar nicht erst die auf die Idee kommen, mit uns hier Schabernack zu treiben. Oh, warte mal. Lass uns das ruhig machen, wenn wir schon hier sind. Mist, wo sind die jetzt? So. Und das noch mitmachen. Schleudern springenden Kommandanten der Anhänger zu Boden. Wir siegen alle Gegner auf eine von dir gewählte Weise. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Wisst ihr was? Nee, ich find's eigentlich total blöde. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Plattform zu suchen. Und dann suchen wir auch die Plattform jetzt. So. So, gucken wir auf der Karte nochmal. Und wir wollen die Plattform alle suchen und müssen mal gucken, wo die genau sein können. Wie viele Plattformen gibt's hier? 2 Stück? Gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal hier bis hierhin. So abgrasen, was alles, was hier ist. So. Und dann fliegen wir so an der Kante längs, ne? Dann kann man das alles besser sehen. Lustigerweise, man erkennt alles wieder, wo man mal hier war. Oh, guck mal, das ist schon die Plattform. Perfekt. So, 6 von 6. Jetzt haben wir Herausforderungen abgeschlossen. Waren da noch mehr? Muss man weitergehen in Herausforderungen? Ich weiß nicht mehr. Wie viel jetzt? Nochmal 8 Plattformen, okay. Okay, hier war ja noch eine zweite. Mal gucken, ob die noch finden. Ach komm schon. So. Fliegen wir wieder hier am Rand ab alles. Erstmal. Achso, da müssen wir nochmal einen neuen Pfeil setzen, ne? Damit wir wissen, wo wir sind. Also ich würde sagen, wir fliegen jetzt hier rüber und fliegen aber so am Rand längs. Dass wir da so alles mitbekommen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oder? Ja. Dann diese Schmetterlinge, die müssen wir auch mal irgendwie machen nochmal. Was ist das denn da? Achso, das ist eine Merlin-Prüfung. Du hast Ärger im Gange. So, hier ist nichts. Wir sind schon gut am Rand hier, glaube ich. Da oben ist irgendwas, was ist da oben denn? Guck mal da, da ist irgendwie so eine... Achso, hier waren wir auch schon mal, okay. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. So, ich glaube, wir sind bis zum Lila-Ding gekommen. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, es fing einfach am Rand weiter. Aber ich will noch mal kurz mit dieser Höhle gucken hier. Was war denn da nochmal drin? Wisst ihr das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. So, jetzt fliegen wir nochmal am Rand hier. Können wir mal hier ganz hoch auf den Berg fliegen? Vielleicht ist ganz oben ja was. Ja, Landeplattformen sind ja meistens oben. Macht ja Sinn. Ich fliege mal noch höher. Ich fliege auf den Berg mal rauf. Okay, hier ist nichts. Die tauchen auch nicht auf, wenn man sowas macht, ne? Oder sieht man die Landeplattform, wenn man sowas macht? Wäre auch mal gut zu wissen. Schimmern die auch blau, wenn man die so sieht? Da ist nur irgendwas kaputt. Wo sind wir jetzt überhaupt auf der Karte? So, wir sind hier. Das ist doch gut.
Das ist doch gut. Ja, dann lass uns da nochmal versuchen zu gucken. Es fehlt uns noch eine Plattform. Mal ins Innere wieder. Da ist ein Gegner. Revelio. Gegner. Ist das Blöde, ist, dass hier so viele Bäume sind. Ne? Man kann gar nichts sehen. Da. Da oben ist eine Plattform. Oh, das wird unterhaltsam. Ja. Okay. So. Wenn wir das machen, gucken wir nochmal auf die Karte, wo es noch welche gibt. Hier haben wir jetzt Plattform 2 von 2. Boxmeter haben wir auch alle Plattformen. Hier fehlen uns Landschaft. Eine fehlt uns hier nur. Südlich von Hogwarts. Südlich von Hogwarts. Südlich von Hogwarts, das muss ja da irgendwo sein. Wie komme ich da? Kann ich ja nicht irgendwo hin? Wie nur doch kann ich hier hin, ne? Lass mal reinfliegen. Ah, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich angegriffen werde. Mal wieder. Mal weg hier. Ja, weg und jetzt gehen wir nochmal zu Hogwarts rein. Südlich von Hogwarts, da fehlt uns eine, wie man sieht. Aber nicht wieder raus, wie dumm war das denn? Südlich von Hogwarts. So. Und dann reinzoomen. Und dann fliegen wir einfach jetzt zu irgendeinem Punkt hier hin, und zwar hier hin. Ja. Guck mal, wo es da ist. Gut, auf die Karte gucken, wo das sein könnte. Recht groß hier, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich fahre jetzt aber hier und wir fliegen in diese Ecke. Weißt du, es ist da ja irgendwie so ein bisschen versteckt, ne? Ach, guck mal, da ist schon eine. Tatsächlich, schau dir das an. Das war jetzt nicht so schwer. Gut, dann suchen wir die nächste. Süden von Hogwarts haben wir, da gab es ja keine mehr, haben wir alle. Was ist das hier? Tal von Hogwarts. Da fehlen uns. Eine fehlt uns hier. Okay, fangen wir wieder in der Ecke irgendwo an. Gucken wir mal, wo die da ist. Gut, warte mal, ich mache noch was. Warte mal kurz. Ja. Genau, hier fliegen wir kurz hin. Ja. Kann ich dann hier auch hinbeamen? Muss ich ja nicht. Das wäre viel einfacher. Ich bin ja da und will ja hier. Hä? Nee. Das ist ein dummer Quatsch. Ich bin ja da. Achso, ich bin ja schon hier. Genau, dann können wir auch hier den. Dann setzen wir den Pfeil einfach hier hinten hin. Und fliegen da hin. Und gucken hier erstmal auf dieser Gegend. Weil hier sieht es ja nicht so aus. Ist auch nur ganz klein hier, deswegen können wir da ruhig. Obwohl, da fliegen wir. Fliegen wir da. Können wir da auch schneller rüberkommen? Ich fliege mal hier hin, dann können wir das da aber abgrasen. Ist vielleicht einfacher, als wenn wir da über links. Wir kommen aber so vor, als ob wir da schon mal waren. Ich weiß nicht, ob ich da Plattform gesehen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon mal war. Hier haben wir schon eine Plattform. Das hab ich mir schon gedacht. Gut, dann waren wir nämlich hier schon mal. Dann lass uns doch mal rauszoomen. Und lass uns hier längs fliegen, an der Kante längs. Dann setzen wir hier mal den Pfeil. Und fliegen an der Kante längs. So, also am Grenzgebiet. Und dann werden wir schon sehen. Gucken wir mal schön auf den Boden hier, ob hier irgendwelche Sachen zu sehen sind. Noch sehe ich nichts.
Es wird schon noch was kommen. So. Ein Schloss. Hier oben. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Du glaubst, oh, okay. Du will ich doch gar nicht. Ich muss hier alles abgrasen über euch, weil ihr überall diese Plattform versteckt haben könnt, die Affen. Kurz auf die Karte gucken. Ja. Das ist vollkommen. Also hier muss. Also hier könnte schon, können wir schon vorstellen, dass hier irgendwas ist. Bin ich hier drinne. Ach guck mal, die haben wir auch schon. Ich wusste das. Mir kam das Schloss schon so bekannt vor. Gut, aber einer fehlt uns dann noch. Wo kann die denn sein? Die Karte gucken. Dann lass uns mal hier so in die Ecke gehen. Vielleicht ganz runter erstmal. Ja, ganz runter erstmal. Achso, können wir uns doch hinfliegen, ne? Müssen wir nicht den ganzen Weg da hinein. Ist ja immer in diesen Ecken versteckt, ne? Also kann man ja sagen, was man will. Es ist immer in den Ecken versteckt. Guck mal, bleiben wir hier, aber das ist den Flugpunkt. Immer in den Ecken. So. Ach so, hier ist das, aber die Gegend ist das. Oh Gott, da ist schon eine Plattform, guck mal. Tatsächlich. Gut, dann haben wir jetzt auch alle hier in der Region, oder? War das nicht so? 3 von 3, dann gehen wir hier rüber. Ach, das kann man nicht durch, okay. Wie viel Platz haben wir? Oh, hier fehlt uns eine. Okay, lass mal runterfliegen. Fangen wir direkt hier oben an. Vorne. Lass mal schauen, wo die da sind. Was haben Sie jetzt vor? Ich fliege nach oben in die Luft, um zu gucken, ob ich die Plattform finde. Lululu. So, höher geht's nicht. Das ist das Höchste, was geht hier. Oh, mein Auge juckt hier gerade. Ah. Nervig. So, wo wollen wir denn längst fliegen? Oh, ich habe ein Erscheinungsbild noch gar nicht gerne. Ich sehe, lauf hier rum, der letzte Depp. So, rauszoomen. Wir sind direkt hier. Okay. Keine Ahnung, lassen wir mal hier längst fliegen. An der Kante längst wieder, ne? Na gut, auf den Boden gucken, weil. Sag mal hier eine Plattform. Hat sie nicht gesehen? Hier zum Beispiel diese. So, oder? So, mehr hatten die hier auch nicht, ne? Hatten wir nicht jetzt alle? 4 von 4. Hier gibt es keine Plattform. Okay. Die haben wir. Landeplattform 1 von 1. Landeplattform, hier, da müssen wir hin. Landeplattform 1 von 2. Ah, das war dumm. So, hinfliegen. Ja, es ist immer schwierig, die zu finden, wenn man dann doch keine findet, ne? So, kurz auf die Karte gucken. So, das war, wo ist das Ding? Die Posadeküste, nee, was nicht. Das ist hier, der Maurevensee, keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt hier. Dann lass mal gucken, wo wir da am besten was finden. Ich würde wieder die Küsten abgrasen. Also hier kann man direkt am, hier kann man direkt am rumfliegen fast, ne? So, lass mal rausgehen hier. Also hier an der Küste ist nichts zu sehen. Dann fliegen wir mal in die Richtung. Da auf der Insel vielleicht. Tatsächlich, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die ganzen Ballons zu gucken. Ballons, da okay, haben wir alle Ballons. Aber trotzdem, das müssen wir beim nächsten Mal dran denken. Das wäre schon ärgerlich, wenn wir die alle vergessen. So, ich glaube, ich setze jetzt unseren Zielpunkt, setze jetzt einfach hier drüben hin, bei der Brücke. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach an, um zu gucken, ob wir da was finden. Wo war die Brücke jetzt? Ja. Bin ich so orientierungslos nämlich. Ach, hier ist auch wieder so neblig. Guck mal, da ist sogar eine. Und die haben wir ja tatsächlich schon. Also wir haben ja schon die eine oder andere mal gefangen. Und jetzt würde ich sagen, liegen wir einfach hier an der Küste längs. Macht, glaube ich, am meisten Sinn.
So, wir machen den letzten Punkt ein und fliegen seitlich an der Küste längs. So, dann kann man hier alles abgrasen. Da unten? Ne, das ist ein alter Baum. Ne, das ist eine Prüfung Merlin, sehe ich gerade. Da oben wird ja nichts sein, das wissen wir ja schon. Die packen die ja nichts da oben auf dem Dings drauf, warum auch immer. So, hier oben vielleicht. Da sehe ich nichts. Hier auch nicht. Hier ist das Lager von dieser, oder die richtige Mine von so Zwergen, ne? Hier auch nicht. Ein bisschen höher fliegen hier. Halt, da ist doch was. Nee, das ist so ein Zelt. Ich dachte, es wäre so ein... Wie hoch gehen? Ich dachte, es wäre so ein, eine Plattform gewesen. Da ist eine Plattform. Da sehe ich schon eine. So. Dann müssen wir mal weiter gucken auf der Karte. Dann haben wir den Molfsee fertig. Dann haben wir dieses Ding hier. Dann haben wir schon zwei Plattformen. Hier haben wir... Oh, hier fehlt uns eine. Also in Crackcroftshire. Da haben wir auch nur einen Flugpunkt. Dann lass uns den mal nehmen und gucken, wo wir da landen. So, einmal rausgehen hier. Nee, nicht da, hier raus. Gucken wir mal auf die Karte. Groß. Ja, wahrscheinlich wieder hier unten irgendwo, ne? Also ich meine, der ist immer so ein bisschen in den Ecken drin. Das war bis jetzt immer so. Also, gucken wir mal. Aber ist auch ganz gut, hier hinten anzufangen. Mal alles so ein bisschen durch. Halt, da oben ist auch schon eine Plattform, oder? Ne, ist keine Plattform. Okay. Da unten vielleicht? Auf der Insel? Ne, da ist auch nichts. Da oben. Vielleicht müssen wir mal verjagen, ihr Vögel. So, gut. Nochmal auf die Karte gucken. Raus. Kap am Herrenhaus. Haben wir alle. Und hier fehlt es auch an der Klagmar-Küste. Da gibt es aber nur einen und uns fehlen noch zwei. Hm. Noch einzoomen. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Hier sollte. So, lass mal gucken, wo wir hingehen am besten. Bestimmt hier im Außenbereich. Da fliegen wir auf jeden Fall als erstes hin. Macht am meisten Sinn. Vor Wagen. Können wir da hin noch dichter rankommen, dass wir nicht den ganzen Weg dahin fliegen müssen? Nee. Fliegen wir mal hin. Ui. Na gut. Aber da fehlt uns noch irgendwo eine Landplattform. Müssen wir da mal alle denn nochmal abklappern? Hier auf die Küstenstreifen. Ist glaube ich nicht so eine Steine, ne? Da ist eine. Ah, guck's an. So, jetzt mal gucken, wo noch eine fehlt. Also hier haben wir alle. Hier fehlen uns noch Ballons, sehe ich gerade. Die Ballons machen wir jetzt aber nicht. Also. Landplattform haben wir. Landeplattform haben wir. Hier gibt es keine Landeplattform. Landeplattform 3 von 3. Landeplattform 4 von 4. Landeplattform 1 von 1. Landeplattform 2 von 2. Landeplattform 2 von 2. Landeplattform gibt es hier nicht. Landeplattform. Oh, hier fehlt uns eine. Bam, hier oben im Sumpf an der Nordfurt. Sumpf an der Nordfurt. Das hört sich aber auch komisch an. Na gut, müssen wir da hoch. Mal reinzoomen. Halt hoch. Hoch. Gleich den Flugpunkt daneben. Zack. Wo das Ding da sein kann, wissen wir, weiß ich natürlich auch nicht, aber schon verrückt. So, lass mal die Karte machen. Boah, fangen wir mal hier wieder an der Kante. Und dann gucken wir. Los geht's. Guck mal da.
Ist das nicht hier schon die Plattform? Also ist ja gediegen. So, haben wir alle. Yeah. Gut. Das heißt, die Herausforderung haben wir auf jeden Fall gemacht. Hier bei eurer Erkundung. Machen wir weg. Boom. Brauchen wir noch die Ballons. Bringe 15 Ballonsätze auf einen Besen zum Platzen. Das kriegen wir auch noch hin. Das machen wir auch noch heute, oder? Ja. Komm, Leute. Habt ihr Bock drauf? Genau wie ich. So, müssen wir gucken, nochmal rauszoomen. Gucken, wo wir keine Ballons haben. Ballons 2 von 2. Ballons 2 von 2. Ballons 1 von 1. Ballons 1 von 1. Ballons 3 von 5. Hier drin sind auf jeden Fall noch welche. Einmal reinzoomen. Lassen wir hier rein rausgehen. Da muss auf jeden Fall irgendwo welche sein. Wo, weiß ich jetzt auch nicht. Aber irgendwo müssen da ja welche sein. Noch viele sein, beziehungsweise richtig viele. So, lass mal auf den Besen schwingen. Schon nach oben fliegen. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wo wir hin sollten. Ja, lass mich hier gucken. Hier durch. Ich überlege gerade, welche Richtung wir am besten fliegen. Da, ich sehe schon Ballons. Habt ihr auch schon gesehen? Ja, habt ihr auch schon gesehen, ne? Da. Die holen wir uns. Müssen wir unter die Brücke durch hier? Nö. Ja, nö. Perfekt. Eigentlich so schwierig. Die sieht man eigentlich relativ gut immer. Aber ab und zu sind die auch so zwischen den Bäumen. Und das ist dann immer so ein bisschen blöd. Gut. 13 und 15. Oh, ich bin noch zwei Stück. Hier war noch ein paar Satz war hier noch drin, ne? War das nicht so? So, Region so viel. Da fehlen uns noch. Ja, einmal Ballons hier. Aber wir sind jetzt hier südlich von Hogwarts. Wir sind hier unten jetzt Ballons. Müssen wir vielleicht hier oben irgendwo gucken, oder? Ich leg mal da einen Pfeil hin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da oben noch welche sind, weil sonst wüsste ich das jetzt nicht. Ja, da? Keine Ahnung. Ja, lass uns mal hier so ein... mal hier hinfliegen irgendwie. Hier rüber so ein bisschen. So, dass wir von da anfangen, von der Ecke an, ne? Achso, ein bisschen weiter rüber, ne? Auf dem Kirschbaum worden. Wo fliegen wir an der Seite längs? Richtige Ballons sehe ich hier jetzt nicht. Schade. Also hier sind irgendwie keine. Wo könnten denn noch welche sein? Naja. Testen wir mal. Fliegen wir erstmal außen rum. Achso, wir könnten auch direkt hier rein, da wollen wir nicht. Ich hoffe, die bauen das Squidditch später noch mit dazu. Das wäre ein Highlight. Oder? Wenn das noch dazukommen würde? Ich meine, wer will das nicht sehen? Mal ganz ab. Aber es muss schon ausgepeilt sein, dann. So, gucken wir mal hier. Die Karte wieder. Ne, Weltkarte, Waffe. Ja, hier ist auch irgendwie nichts. Dann lass uns... Hier hatten wir die schon geholt alle. Da macht es nur noch Sinn hier drüben. Lass mal da drüber fliegen. So. Halt? Nee, noch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte da was flackern gesehen. Habe ich auch nicht. Doch schon von weitem sehen die Ballons, oder? Die sieht man auf jeden Fall, wenn man Revelio benutzt. Da hinten ist einer. Na, guck mal.
Gut, so, dann müssen wir auf der Karte gucken, wo wir noch Ballons hatten, ne? So, die haben wir hier. Hier, Ballons. Oh, hier, guck mal hier, im Tal. Im Tal von Hogwarts, ne? Gucken wir da was finden. Okay, lass uns da mal hinfliegen. Nee, nicht direkt in die Mitte, sondern reinzoomen. Und dann fangen wir hier hinten in der Ecke an. Macht immer meistens Sinn, finde ich. So, schauen wir mal. Fliegen wir alle. So, auf jeden Fall hier, wenn wir hier sind, fangen wir mit dem Flugpunkt an. Hier sind ja hier, also... Genau, wir gucken jetzt erstmal hier rum, aber wir werden gleich hier an der Grenze längs fliegen. Lass uns hier erstmal gucken, ob wir hier irgendwas finden rundherum. In die Luft steigen. Ah, hier sehe ich nichts. Dann werden die ziemlich gut versteckt, aber ich sehe hier wirklich keine Ballons. Rebellion. Nee. Lass uns da längs fliegen. Gucken, wo wir da hinkommen. Oder macht das Sinn, erst hier unten längs zu fliegen? Das war einmal so am Kreis rumfliegen, das macht vielleicht mehr Sinn, ne? Ah, ich glaube auch. Dann lass uns erstmal hier hinfliegen. Dann gehen wir unten an der Kante längs. Das ist am besten. Obwohl, da hinten sind ja schon Ballons. Die holen wir uns. So, das wären die letzten Ballons dann, ne? Dann haben wir es mit den Ballons auch geschafft. Guck mal, da seid ihr, ihr süßen Ballons. Alarm. So. Jetzt müssen wir Herausforderungen gucken. Erkundung 100%. Alle Ballons. Okay. Gut, 100. Jetzt fehlt uns ja hier beim Kampf noch die Duellleistung. Und bei den Handbuchseiten haben wir auch noch viele Handbuchseiten. Bei Raum der Wünsche weiß ich gar nicht, was man alles machen soll. Wir müssen 30 Tierwesen retten. Das kriegt man noch hin. Züchte 10 einziger Tierwesen. Oh Gott, das habe ich doch nicht einmal gemacht. Ganz ab. Ja, das wird auch ein bisschen dauern hier, aber der Rest ist machbar. Und gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.